Ich begrüße euch zum 40. und letzten Part von Let's Play Mario Kart Wii Custom Tracks. 40 Parts, 40 Cups, 160 Strecken und davon die letzten 4 heute. Mit meinem Mi im Mi-Outfit A. Wir hatten schon mal Mi-Outfit A mit dem anderen Gesicht und das Mi-Outfit B mit dem passenden Mi. Jetzt gibt's eben Mi-Outfit A auch mit dem passenden Mi. Zum Abschluss, passt doch, oder? Yay! Mit dem Bowser Bike muss sein. Und der letzte Cup ist der. Na, wo kommt das Item her? Einmal können wir es noch spielen. Wo kommt das Item her? Regenbogenmünze. Rainbow Coin Cup. Ja. Sternenhang. Mond-Weltraumweg. N64 Rainbow Road MK8 Inspiration. Und Residence to Fate. Wir gucken. Wo kommt die Regenbogenmünze her, Leute? Ja, es gab eine in Donkey Kong 64, aber die sah anders aus. Das ist nicht die. Nee. Ja, ganz viele Sterne. Sieht sogar ganz gut aus. Es gab schwächere Texturen mal. Wir hatten schon schwächere Texturen von der Galaxie in irgendwelchen Mario Karts. Fragt mich nicht, welches. Also Fun Fact, die Regenbogenmünze gibt's nicht im Mario-Universum. Das ist Fake. Das ist Custom. Ist wahrscheinlich inspiriert von einer Regenbogenmünze in Donkey Kong 64, aber so mit dem Stern drauf, im Mario-Style, gibt's die eigentlich nicht. Es gibt in der Tat Mods für Mario Kart 8, wo die dann so aussieht. Das dürfte wohl schon bekannt gewesen sein. Vielleicht einfach auch der letzte Cup so gehalten, dass man mit dem Fingerzeig einfach schon mal in Richtung Mario Kart 8 zeigt. Strecke, also mir missfällt irgendwie die Absperrung, die Balustrade. Das hätte doch schön sein können, wie auf dem N64 oder auf den N64 Remixes, ne? Das ist einfach nur so eine Kackwand. Geht das nicht schöner? Hier so abgerundet, ja? Ja, obwohl, das ist auch nicht abgerundet, das ist auch wie abgeschnitten. Mit einer Schere abgeschnitten, so sieht das aus. Was zur Hölle, Mann? Ja, und da sind wir direkt beim Thema. Na, das muss man nochmal thematisieren im letzten Part. Denn ja, ich habe halt nicht Custom Track Grand Prix Revolution genommen, weil ich da nicht weiß, wie ich technisch hinkriegen soll. Als Kompromiss habe ich mich eben nach Alternativen umgeschaut. Und ihr wisst, Wines Custom Track Pack gespielt, das zuletzt, ja, 2020 aktualisiert wurde. Es gab Kritik, dass manche Strecken doch schon ziemlich alt seien. Neuer als mein früheres Let's Play und das ist dann doch schon mal einiges wert. Aber die Experten unter den Custom Track Leuten von euch sind da doch zweigeteilter Meinung, was ich hier gespielt habe. Naja. Ich dachte mir immerhin etwas. Also wir haben einiges gesehen. Wir haben ja auch schon gemerkt, dass richtig gut gemachte Strecken teilweise sogar langweilig sein können. Also ich mag's eigentlich mit Ecken und Kanten. Jetzt haben wir vermutlich ein bisschen was verpasst. Aber selbst wenn ich jetzt mich bemühen würde, Custom Track Grand Prix Revolution beispielsweise reinzuschmeißen und zu versuchen, welche Strecken haben wir schon gemacht, welche nicht, wie können wir noch was holen. Also, ihr müsst euch mit dem Gedanken damit abfreunden, dass diese 40 Parts mir persönlich reichen. Wahrscheinlich auch vielen von euch. Und ich hoffe, das ist okay. Ich kann den Frust verstehen, wenn manche sich ärgern, so, oh, es gibt doch noch so tolle Strecken, die solltest du mal sehen. Ich habe jetzt 160 Strecken gesehen. Manche haben mich wirklich begeistert. Manche haben mich wirklich aufgeregt. Ja, und ja, immerhin, oder? Immerhin besser als nix. Nach all den Jahren ein reguläres Mario Kart Wii Let's Play und dann nochmal 40 Custom Tracks. Ich glaube, das sind noch mehr als 2012. Ich fand's angenehm, hat sich angeboten. Es gibt halt auch Custom Tracks oder Track Packs, wo halt zum Beispiel alle Super Nintendo Strecken nacheinander kommen.
Ne? Oder vielleicht sogar am besten alle Strecken. Habe ich was vernommen. Und das Ding teilt auch interessant. Aber ich finde, ja. Wenn ich euch den Finger reiche, dann nehmt mir nicht die ganze Hand. Ich hoffe, ihr hattet wenigstens ein bisschen Spaß. Sei nicht so gemein zu mir. Nobody is perfect, okay? Also seid ruhig. Okay. Let's Play endet hier. Ja, keine Ahnung, wegen Mario Kart 8 Custom Tracks. Ne? Es ist nicht nur nicht ganz einfach, sondern ich, keine Ahnung. Da gibt es, glaube ich, auch gar nicht so extrem viel. Wenn mir danach ist, kümmere ich mich drum. Okay, Mario Kart 8 Custom Tracks. Nur ich bin jetzt erstmal ziemlich gesättigt, hätte ich gesagt. Ich kann mich bei euch bedanken, dass das Let's Play so gut ankam. Also die Klicks waren, ja, im oberen durchschnittlichen Bereich. Mond-Weltraumweg. Und das sieht gut aus. Ey. Guck mal, Leute, wir haben noch was Feines. Das erinnert mich ein bisschen an die Diddy Kong Racing Strecke. Schade, dass wir davon nicht noch mehr gesehen haben, ne? Wir hatten eine Diddy Kong Racing Strecke. Aber wäre noch mehr möglich gewesen. Upsassa. Ich weiß nicht, wohin genau. Wohin? Genau. Auch so einen Mond gab es ja auch einfach nicht bei Mario Kart Wii. Gab es bei Mario Kart 7, ja. Na, Hallöchen, ich war voll auf dem Off. Nee, gar nicht wahr. Ich habe mich so vertan gerade. Warum bin ich jetzt ganz rechts? Nee, ist gar nicht. Dann durch das Mondgestein. Oh, Leute. Güteklasse A. Güteklasse A für diese Custom Track Strecke. Also gleich doppelt gemobbelt gesagt, eine Custom-Track-Strecke. Aber ich würde auch sagen, dass wir mit diesem Part, hat er nicht gesagt, ne, aber hat er gesagt, erstmal Abschied nehmen von Mario Kart Wii. Ich meine, wären mir wirklich Leute böse gewesen, wenn ich einfach nie gemacht hätte, wenn 2012 der Abschied gewesen wäre. Und dann keine Ahnung. Ich erwähne es ja nochmal, wenn es irgendwie nochmal einen Countdown gibt für Mario Kart 9 oder so und wir spielen nochmal alle Mario Karts kurz an, ne, dann hau ich das nicht, hört Mario Kart Wii aber sowas von dazu, ne? Aber ich habe jetzt auch mein Gewissen diesbezüglich gereinigt. Man sagt ja, bevor alte Leute sterben, wollen sie nochmal alles ins Rechte rücken, da wollen sie nochmal das alte Fotoalbum entsprechend richtig kleben und keine Ahnung, dafür sorgen, dass alles erledigt ist, was sie sich vorgenommen haben im Leben. Und da kann ich jetzt auch ein Häkchen machen. Ich, alter Mann, mit meinen geistigen 13 Jahren, kann jetzt ein Häkchen machen hinter Mario Kart Wii richtig Let's Play. Und sogar nochmal ein paar Custom Tracks hinterhergeschoben. Wo echt schöne und echt kackige dabei waren. Aber insgesamt sehr nett. Es gibt halt einfach eine riesen Community, gerade für Mario Kart Wii, gerade für die Custom Tracks. Und da kann ich nicht mitreden. Ne? Wie sich 2012 Leute auf den, also ich war, als ich das entdeckt habe 2012, ich war ja überrascht von den Dimensionen, ne? Was wie krass Custom Tracks sein können. Das hat mich wirklich begeistert. Da war ich überrascht. Ich dachte mir, das muss ich Let's Playen. Haben mir dann erstmal viele Let's Player nachgemacht, natürlich. Die einfach nur den Erfolg und die Klicks gesehen haben. Ja, allein die Thumbnail 2012, da war immer die Pilzschlucht zu sehen. Habe ich die halt doch nicht selbst gemacht, musste ich mich auf andere verlassen. Ach ja, ja, ja. Das waren Zeiten. Na gut. Die Erde im Hintergrund ein bisschen zu sehen. Jawohl. Also die Strecke ist schon echt. Oder wie ist wie immer eure Meinung? Schreibt sie in die Kommentare. Bewertet die heutigen 4 Strecken. Ja, aber ich war ja halt ein Noob. Ich bin halt da leichtfüßig rangegangen. Denke mir so, geil, neue Strecken. Da zeige ich den Leuten.
Und Leute, die sich da schon auskannten, die haben sich da sehr auf den Schlips getreten gefühlt. Ein bisschen ungerecht fast schon, weil, ja klar, wenn man sich intensiv damit auseinandersetzt, dann kommt einer und macht quasi YouTube damit voll. Und kennt sich nicht so gut aus. Tja, das kenne ich schon. Das verstehe ich. Das ist auch so mit Moorhuhn gewesen. Ich habe mal Moorhuhn-Let's-Tests gemacht. Ne? Einfach nur, weil ich habe früher gerne gespielt. Und habe für meinen Rahmen immer versucht, mich selbst zu verbessern. Und dann wurde es irgendwo im krassesten Moorhuhn-Forum geteilt. Und die haben dann gelästert, wie schlecht ich doch spiele. Also richtig übel beleidigt, ne? Weil ich keine Ahnung, die übelst fantastischen Tricks nicht auswendig kann. Ich habe ja schon einige Tricks gezeigt. Das ging mir nah, okay. Haben sich später noch andere entschuldigt. Aus dem Moorhuhn-Forum. Grüße gehen raus. Das war auch so eine Sache. Du darfst nicht mal so, weißt du, die Leute haben so einen Thread im Forum eröffnet und haben gesagt, guck mal, da macht jemand wieder Moorhuhn, yay. Diese Leute, die den ganzen Tag nur Moorhuhn spielen, immer noch. Weil sie einfach da fasziniert sind. Und dann gibt es einen Let's Player mit mehr als 2 Abos, der mal wieder Moorhuhn spielt. Ah, was ein Event, ne? Was ein Event. Und dann ist der so schlecht. Hätte der nicht gut spielen können? Ich war nicht schlecht. Ich war ziemlich gut, dachte ich. Da kenne ich Parallelen. Da kenne ich Parallelen. Muss aber sagen, das Moorhuhn, die Moorhuhn-Community, die war noch toxischer. Man glaubt's kaum. Als die Mario Kart Wii-Leute. Vor allen Dingen als die Mario Kart Wii-Leute, die auch Mario Kart 8 leugnen. Ich sag ja euch was. Mario Kart 8 ist gut. Mario Kart Wii ist auch gut. Vor allen Dingen für die damaligen Verhältnisse. Es hatte weniger drauf. Also die Technik hat weniger hergegeben. Und trotzdem sind die beiden Spiele, ich sag mal, Geschmackssache, was besser ist. Und ich kann verstehen, wenn viele Leute sagen, das hier, das ist Mario Kart, das ist die Nummer 1 von allen. Verstehe ich. Ne? Also gerade die Bikes machen viel aus. Aber ich sage euch was Trauriges, meine lieben Mario Kart Wii-Freunde. Ich merke es auch sehr. Aber das objektiv Beste in meinen Augen ist Mario Kart 8. Der mehr Strecken. Natürlich, wenn man die Custom Tracks außen vor lässt. Mehr Strecken. Bessere Grafik natürlich. Ja, die Steuerung ist ein bisschen leichtfüßiger auf dem Wii-Teil. Aber ich finde das okay in Mario Kart 8. Mit Mario Kart 8 haben sie alles richtig gemacht. Ein paar blöde Items gestrichen. So wie den Riesenpilz hier in Wii oder den Tanuki-Schwanz in Mario Kart 7. Das war alles Blödsinn. Powerblock. Und haben halt wirklich versucht, es gut, so gut es geht, zu balancen, ne? Und die haben es auch mit den Cheatern in den Griff gekriegt. Also da, der Punkt geht klar in Mario Kart 8. Früher der Online-Modus in Mario Kart Wii wäre mir einiges auf Band. Mit den Cheatern, mit den Hackern, die halt wirklich, bevor der Lucky 2 3, 2, 1 runtergezählt hat, die komplette, alles haben explodieren lassen. Also, da gab es schon unschöne Szenen. Das war halt schon ein Extrembeispiel, aber es gab immer welche, die sich halt vorgeteleportiert haben und so. Das haben halt hinterher in den Parts Leute gesehen, rechts auf der Minimap, wie der dann nach vorne springt, so zack, zack, zack. Das, ja. Das ist in Mario Kart 8 nicht ganz weg, aber ich habe selbst, glaube ich, noch nicht erlebt. Also das hat Nintendo deutlich besser im Griff. Bei MK8. Da wird er gemario-kartet, jawoll, da wird er gemario-kartet, Platz 12, so sieht's aus. Da holt er sich gleich ein Google-Video und räumt auf, jo. Also für mich ist nicht nur mein persönlicher Geschmack Mario Kart 8 ein Stück besser, auch objektiv, würde ich sagen. Weil, was ich damit meine, objektiv und subjektiv, ne? Ich mag auch Mario Kart 64 sehr. Weil die ganze Atmosphäre und so, das ist für mich auch noch mit in den Top 3, hätte ich gesagt. Mario Kart 64. Aber das ist eine subjektive Wahrnehmung.
Wahrnehmung. Objektiv gesehen hat Mario Kart 64 die wenigsten Strecken. Es ist sehr viel unausgereift. Ich feier's trotzdem, einfach weil ich's mag. Objektiv ist Mario Kart 64 nicht so mit an der Spitze, aber Mario Kart 8 für mich objektiv und subjektiv ganz oben mit dabei. Grund genug für Nintendo auf der Switch, kein Mario Kart 9. Sag ich mal, um alles wieder zu zerstören eventuell. Ich sag euch, Mario Kart 9 kommt und Es hat Neuerungen. Und das werden die Mario Kart Wii-Leute noch mehr haten, okay? Die Mario Kart Wii-Leute werden später sagen, Mario Kart 8 war besser als Mario Kart 9. Das kann ich euch jetzt sagen, ohne dass ich überhaupt irgendwas weiß zu Mario Kart 9. Aber die werden sich noch mehr Neues einfallen lassen müssen. Irgendwas. Habe angesprochen, vielleicht mal wahlweise wieder. Ja, hier mit Double-Funktion. Man kann sich auch viel abgucken von Mario Kart Tour, sage ich immer noch. Natürlich nur die positiven Sachen, bitte. Vermutlich gäbe es bei Mario Kart 9 auch Events. Irgendwie. So Touren oder den und den Charakter gibt es nur dann und dann oder was weiß ich. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber diese Punktesache. Das ist verrückt, ne? So viele Videospielserien schaffen ihr Punktsystem ab. Weil ganz früher Punkte, ne? In Spielhallenautomaten. Wenn du da einen Donkey Kong oder einen Pac-Man gespielt hast, du wolltest natürlich die höchste. Du wolltest den Highscore, ne? Da hast du nochmal eine Münze reingeworfen, weil du so knapp den Highscore verfehlt hast. Aber auch schon bei einem Super Mario Bros. Oder beim Sonic the Hedgehog waren aus dem Grunde diese Punkte, diese Scores einfach noch dabei. Obwohl sie gar nicht mehr jucken. Wen jucken denn die Scores? Diese Punkte, die sind so inhaltslos. So bestandslos. Super Mario Bros. 3. Super Mario World. Alle hatten noch den Score. Einfach so, für jeden Gegner gibt es 100 Punkte oder so. Dann wurde es abgeschafft, ne? Yoshi's Island, Mario 64 hat es nicht mehr. Sonic. Sonic sieht das ein bisschen anders. Die Sonic-Spiele haben das immer noch gut und gerne. Aber immerhin haben sie später so eine Sache rausgemacht mit Emblemen und Pipapo. Und Rangsystem. Diese Strecke ist jetzt auch wieder sinnbildlich, was wir in diesem Let's Play gesehen haben, mit Strecken, die zu lang sind. Auch da muss man Vines Custom Track Pack leider die Schuld ein bisschen geben, weil es gibt halt Strecken. Er verallgemeinert das immer mit 3 Runden und hier gibt es ein paar Strecken, die ich weiß nicht, welche wie viel Runden haben sollte, aber so manch eine hätte nur 2 oder nur eine Runde gehabt. Manche vielleicht sogar mehr, was weiß ich. I don't know, das war knapp. Naja, knapp 7 Minuten hier. Und der Fisch ist rasiert. Alter, was für Stunts er macht. So, eine letzte Strecke haben wir noch vor der Brust und dann war's das, Freunde der Nacht. Residence to Fate. Und das sieht übelst abgefahren aus. Fate ist Schicksal. Du bist resistent. Du bist zu resistent. Du nimmst dein Schicksal nicht an, oder was? Kann man es so interpretieren? Krasse Star Road, Leute. Guck mal, da ist doch so eine Absperrung. Das hätte sich bei der heutigen ersten Strecke empfohlen, glaube ich. Das ist so eine Balustrade, die gut aussieht. Also ich sehe schon, die letzte Strecke will es irgendwie ein bisschen übertreiben. Das sieht. Jetzt einfach mal Peach Schlossgarten. Bin voll im Blumenbeet gelandet. Warum sind die Blumen im Weltraum? Guck mal, du denkst, du fährst da hin und du wirst ganz woanders hingeschleudert. Und das war's auch schon. Ja, irre.
Okay, den krassen Randomness-Shit zum Schluss nochmal. Ja, davon lebt's halt auch, ne? Das darf schon mal drin sein, nicht immer nur die geleckten Strecken, wisst ihr? So schön, wie wir es in den letzten Parts haben, zum Beispiel mit dem Bowser Castle vom GameCube. Und dann haben wir eine gewagte Strecke hier, das Fate, ne? Nimm dein Schicksal an. Ich tu's. Wäre das nochmal eine Story für die Geschichtsbücher? Nochmal Erster zu werden? Ja, und manchmal war es mir auch egal, ob ich den Gesamtsieg davongetragen habe. Goldpokal, ja oder nein. Schade, hat den Roten abgewehrt. Ist das schon wieder Baby Daisy? Das war die Rache für Mario Kart Tour. Ey, Leute, Baby Daisy war mir da ein Dorn im Auge. Ich glaube nur als Fahrer selbst, aber egal, das war die Rache, das war die Rache. Da haben wir doch wieder was für die Geschichtsbücher. Oder für die 3-4 Let's Play Markus-Suchtis, die sich auch in Monaten noch daran erinnern werden. Und damit gibt es den Pokal in Gold im Regenbogen-Münzen-Cup. Und das, meine Freunde der Nacht der modernen Unterhaltung, das war's. Es bleibt nicht mehr viel zu sagen, denn ich habe schon alles gesagt. Wir hatten jetzt 40 Parts unseren Spaß, hoffentlich. Mehr oder weniger. Wenn wir so mal die Cups durchgehen, ne, dafür bin ich hier. Man landet immer ganz woanders, wo man zuletzt war. Nach der Regenbogenmünze kommt wieder der Pilzcup. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet trotz allem, auch wenn es noch mehr und andere Strecken gibt, Spaß mit den 40 Cups. Ich fand es interessant, da mal wieder reinzuschauen, durchzustöbern. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Ein letztes Mal einen Daumen nach oben. Fände ich geil. Und mal sehen, was die Zukunft noch bringt. Mario Kart technisch, so viel kann ich verraten. Mario Kart technisch werde ich immer irgendwas anstreben oder zu tun haben. Ja, auch Let's Play Mario Kart 64 soll ja noch kommen. Mal gucken, Leute, was die Zukunft für uns beherbergt. In dem Sinne, viele haben es gefordert. Und hier machen wir Schluss. Dankeschön und bis dann und ciao!